Hallo meine Lieben, ich zeige euch heute mal wieder ein Tool, mit dem ihr von zu Hause aus online Geld verdienen könnt. Und diesmal ist dieses Tool wirklich für die absoluten Anfänger gedacht und für die Faulen unter uns, die wirklich nur ganz, ganz wenig Zeit investieren wollen und Geld investieren wollen und ja, ganz neu in dem Game sind, sage ich mal. Das Tool, das ich euch heute zeigen werde, wir arbeiten heute übrigens wieder mal mit künstlicher Intelligenz, mit AI. Das Tool ist erst vor 2 Wochen, 3 Wochen maximal rausgekommen und ich sag mal, es ist schon in der App integriert, die ich euch eh schon mal gezeigt habe, und zwar in dem Programm Printify. Mit Printify kann man Print-on-Demand-Produkte erstellen und die haben jetzt ein eigenes AI-Tool und wir schauen uns das heute gemeinsam an. Wenn euch das Video interessiert, schaut es euch auf jeden Fall bis zum Schluss an und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Ich habe mal in mein E-Mail-Postfach geschaut. Ich gucke mir nicht so oft die Newsletter an, die ich so abonniert habe. Aber da habe ich gesehen, dass Printify jetzt ein AI-Tool bietet. Und dann dachte ich mir, das ist doch interessant. Vielleicht erinnern sich ein paar von euch, die das Video vor einem Jahr oder so geschaut haben. Ich habe euch schon mal Printify gezeigt. Da könnt ihr Print-on-Demand-Produkte erstellen, heißt T-Shirts, Tassen, Magnete, Sticker und so weiter. Und Kunden würden dann eben auf eurem Shop kaufen und der Print-on-Demand-Lieferant, der würde dann eben on-demand, also wenn jemand das Produkt bestellt mit dem Design, das du bietest oder ein Design, das sie selber hochladen, wird das Produkt eben produziert und dann zum Kunden geliefert. Da war dann natürlich immer das Problem, ja, wo kriege ich denn die Designs her? Ich habe euch ja damals gesagt, ja, benutzt Fiverr zum Beispiel, da könnt ihr jemanden bezahlen, der euch eben die Designs erstellt oder erstellt sie selber über Canva. Aber jetzt wird es einfach noch leichter. Im letzten Jahr haben wir schon ein bisschen das Thema künstliche Intelligenz angeschnitten. Und ich habe euch so gezeigt, was es so alles gibt. Es war ja relativ neu. Und wenn du jetzt die Idee gehabt hättest, okay, ich mache jetzt Print on Demand mit Printify, hättest du auf eine, ja, ein externes Tool zurückgreifen müssen, wie zum Beispiel Midjourney, um da dann das Design zu erstellen. Aber du kannst es jetzt direkt in dem Programm Printify machen. Und wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. So, ich möchte euch jetzt kurz zeigen, was genau ich da entdeckt hatte. Und zwar seht ihr hier schon Introducing Printify's AI Image Generator. Und da haben sie den erstmal so vorgestellt. Das war im Oktober. Und am 31. Dezember, glaube ich, kam dann die E-Mail, dass eben dieses Tool jetzt gelauncht ist. Und da können wir auch schon die Preview sehen. So sieht es dann ungefähr aus. Also man kann einfach wie bei ChatGPT hier was eingeben und dann kommen die Bilder raus. Und genau, dann kann man sich dann ganz einfach zum Beispiel T-Shirts designen oder so, die man dann später dann weiterverkauft. Wir gehen jetzt mal auf Printify. Bevor wir hier aber mit dem Video weitermachen, möchte ich euch Viral Ecom-Ads vorstellen. Zum neuen Jahr brauchen wir neue Werbeanzeigen für unsere Produkte, für unseren Shop. Und deswegen zeige ich euch heute Viral Ecom-Ads. Sie gehören zu einem der bekanntesten Videobearbeitungsunternehmen für Dropshipping auf der ganzen Welt. Sie erstellen und bearbeiten für euch die Videos, die ihr dann für Werbung nutzen könnt. Und sie schauen, dass die Videos auch viral gehen, dass die Videos auch funktionieren und Leute eben über dieses Video auf euren Shop kommen und dann bei euch einkaufen. Das sind die verschiedenen Pakete, die sie anbieten. Ich klicke jetzt mal auf das TikTok Split Testing Package. Ihr bekommt hier 3 Variationen für Werbevideos für ein Produkt. Ihr könnt hier aus suchen, wie viele genau ihr haben wollt, dann ob ihr auch wollt, dass sie euch einen Text erstellen zum Beispiel und ein Voice-Over, dann geht ihr auf Buy Now und wenn ihr das Produkt dann in eurem Warenkorb habt, dann gebt ihr meinen Discount-Code ein, den ich euch hier einblende und ihr erhaltet nochmal 15% Rabatt auf euren Einkauf. Wie ihr da schon sehen könnt, auf Printify können wir Produkte aussuchen von T-Shirts, Sweatshirts, Hoodies, aber auch Tanktops, Magnete und Sticker, aber auch Babykleidung. Das sind alles Produkte, die Printify bietet. Die haben hier aber auch zum Beispiel, wie heißen die denn nochmal? So Thermobecher, Gläser, also ganz viele Sachen, Puzzle auch interessant. Bettdecken oder Bettbezüge, Kerzen, also wirklich alles. Wenn wir hier auf den Katalog gehen, sehen wir auch, also von Kleidung, Accessoires bis hin zu Deko für zu Hause,
haben sie wirklich sehr viel. Dann suchen wir uns jetzt hier mal was aus. Ich gehe mal auf Accessories. Und dann könnten wir uns ja mal zum Beispiel Handyhüllen aussuchen. So, hier haben wir Handyhüllen. Jetzt klicken wir mal auf eine iPhone-Handyhülle. Hier unten rechts seht ihr dann auch direkt das Start Designing Tool. Da gehen wir jetzt drauf. Und da sehen wir dann eben das Tool. Und hier auf der rechten Seite könnten wir jetzt eben mit dem Designen starten. Und dann seht ihr hier diesen Stift AI Image Generator Beta-Version. Da gehen wir mal drauf. Und hier könnten wir dann anfangen, eben mit AI zu designen. So, wir möchten jetzt eine schöne iPhone-Hülle. Dann können wir hier einmal auf Style gehen. Den Style, da seht ihr hier immer direkt, was damit gemeint ist. So im Anime-Style, Photographic, Origami, 3D-Model. Dann können wir uns jetzt erstmal hier was aussuchen. Oh, ich finde diese Line Art eigentlich ganz süß. Es ist so, wie soll ich sagen, ja, sehr minimalistisch, sehr simpel. Ich würde das mal einfach auswählen und dann können wir hier unsere Prompt eingeben. Die Prompt ist der Befehl, den wir dann eben dem Roboter geben, um dann eben ein Bild zu generieren. Sagen wir, es ist jetzt ein Valentinstags-Theme und wir wollen jetzt eben eine Handyhülle bestellen zum Thema Liebe mit Herzen. Genau. So, ich habe jetzt hier was eingegeben. Man kann dann auf Next Prompt gehen oder auf Enhance Prompt und dann wird eben aus deinen paar Worten, die du eingegeben hast, eben eine bessere Prompt erstellt oder eine andere. Hier können wir dann eben mal schauen, was dann so rauskommt. Okay, klicken wir mal auf Next Prompt und dann nochmal auf Generate Images. Das sieht doch schon mal viel süßer aus. Und dann suchen wir uns jetzt hier mal ein Bild aus. Nehmen wir einfach mal dieses hier und dann können wir es hier anpassen. Ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so optimal, dass es nicht direkt automatisch angepasst wird. Aber dann probieren wir es mal so. Es wäre eigentlich auch süß, wenn wir dann nur so eine Hälfte haben und dann eine andere Handyhülle mit der anderen Hälfte. Wäre eigentlich auch süß. Aber das ist jetzt einfach nur mal, um das auszutesten und ja, euch das zu zeigen. So, dann haben wir das hier drin und so würde das dann aussehen. Dann gehen wir mal auf Save Product. Wir können hier oben übrigens noch auswählen, für welches iPhone und so weiter das ist. Und genau, aber wir probieren das ja gerade einfach nur aus. So, und hier hätten wir dann ein Foto von unserer Handyhülle. Bin jetzt gespannt, wie das aussieht. Ja, sieht doch schon ganz süß aus eigentlich. So würde das dann aussehen und die Bilder könnte man dann eben auch für den Shop verwenden, wenn man sich dazu entscheidet, eben einen Shop aufzumachen. Dazu kommen wir dann aber gleich. Dann hätten wir jetzt hier auch andere Bilder, die uns zur Verfügung gestellt werden, auch so Mockups. Ich habe jetzt hier oben, merke ich gerade, das nicht so perfekt gemacht. Aber dann, da kann man sich dann schon mal vorstellen, wie das aussehen würde. Also eigentlich sieht das echt nett aus. Das gefällt mir. Wenn wir uns dann entschieden haben für ein bestimmtes Produkt, was wir verkaufen wollen und eben ein bisschen da rumgebastelt haben und geeignete Designs gefunden haben, dann können wir rübergehen zu Shopify zum Beispiel und Printify mit Shopify verbinden. Das geht ganz einfach und das Ganze dann über Shopify verkaufen. Das heißt, die Leute kaufen über deinen eigenen Online-Shop ein und im Background läuft dann eben Printify und darüber werden dann eben die Produkte produziert und zum Kunden verschickt. Übrigens, wie immer, unten findet ihr den Link zu Shopify. Mit meinem Link bekommt ihr Shopify die ersten 3 Monate für nur 1 € im Monat statt. Ich glaube, es sind mittlerweile 35 € im Monat. Also um Shopify mal zu testen, lohnt sich das auf jeden Fall, nur 3 € auszugeben für 3 Monate. Ansonsten ein anderer Tipp von mir, um eben das Produkt zu verkaufen, vor allem wenn man einfach sehr neu ist in der Branche, sage ich mal, ist es auf Etsy rüber zu gehen. Etsy hat nämlich jedes Jahr über 90 Millionen aktive Käufer. Das heißt, da warten die Leute nur darauf, dass eben die Nachfrage gestillt wird. Und ich habe mir da mal angeguckt, ne? Da verkaufen Leute eben auch iPhone-Hüllen, weil wir ja gerade das Beispiel hatten. Ich habe jetzt mal eingegeben, iPhone-Hülle Paar. Und ja, das, was wir sehen, ist auch ungefähr das, was wir gerade besprochen hatten mit ja, einer iPhone-Hülle, wo man sagt, Hälfte ist dann zum Beispiel die Frau oder der Mann oder Mann, Mann, Frau, Frau oder was auch immer. Aber dass dann halt eben ja, so ein Pärchen iPhone-Hülle, was man da eben dann anbietet, jetzt zum Beispiel, weil Valentinstag kommt,
kann man dann sowas anbieten und dann eben die eigenen Designs hochladen. Oh, die sind ja süß. Wie ihr merkt, sind die Designs hier doch sehr schlicht gehalten eigentlich. Genau, man würde da schon sehr rausstechen, sage ich mal, wenn man da jetzt mit so einem, ja, bunterem Design kommt, was wir jetzt zum Beispiel gerade erstellt haben. Wir können hier aber auch noch einen Schritt weiter gehen und gar nicht selbst verkaufen, sondern wir bieten die Dienstleistung an andere an, dass wir denen so einen Shop erstellen und solche Produkte erstellen. Also wir bieten das an, was wir jetzt gerade gemacht haben, für andere zu machen. Und dafür nutzen wir meine Lieblingsplattform Fiverr. Wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt hier auf Fiverr und habe mal eingegeben Etsy Digital Product. Und dann seht ihr hier schon die verschiedenen Verkäufer. Und ihr könnt auch einer dieser Verkäufer sein. Wir klicken mal auf einen drauf. Und genau, die tut eben einen Etsy-Shop aufbauen und macht auch digitale Produkte für den Etsy-Shop. Dann könnt ihr sehen, es fängt an bei einem Basic-Paket für 10 Euro und dann geht es schon hoch auf die 77 Euro und dann 144 Euro. Und bei dem Premium-Paket sehen wir, dass der da schon Sachen anbietet, die wir uns eben gerade angeguckt haben. Also wir könnten dann eben 25 von diesen digitalen Produkten erstellen, von diesen Designs. SEO könnten wir ganz easy machen mit ChatGPT. Da gibt es verschiedene Extensions, also Erweiterungen für ChatGPT, mit denen wir dann eben die richtigen SEO-Keywords, also SEO steht für Search Engine Optimization, sind die Keywords, die wir dann eben bei den Etsy-Listings hinten dran schreiben, damit Leute eben das Produkt finden. Wie zum Beispiel hier, ich habe eingegeben iPhone Hülle Paar und dann kamen diese Produkte, weil die höchstwahrscheinlich eben als Keyword iPhone Hülle Paar, Pärchen und so weiter eben eingefügt haben. Genau, und somit könnten wir eben so ein Paket erstellen und mit AI die Dienstleistung weiterverkaufen. Klar, wir können es einmal als Produkt an sich verkaufen, auf Etsy, auf eBay, auf unserem eigenen Online-Shop. Aber wenn wir mal ein bisschen weiterdenken, können wir auch die Dienstleistung an sich weiterverkaufen und dadurch eben dann Geld verdienen. Sie hat jetzt hier 41 Bewertungen und sie hatte schon mindestens 41 Bestellungen hier gehabt. Ah, da steht es 55 Mal, wurde bei ihr eben bestellt zum Beispiel. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir haben jetzt gelernt, dass wir ganz einfach mit Printify und dem neuen AI-Tool digitale Produkte erstellen können. Von Tassen über Magnete, iPhone-Hüllen, Handyhüllen allgemein, T-Shirts und so weiter. Wir können digitale Produkte auf Printify erstellen, die wir dann eben über Plattformen wie Etsy, Shopify oder eBay oder andere Marketplaces verkaufen können. Oder wir können das Tool nutzen, um die Dienstleistung an sich weiter zu verkaufen und damit dann eben Geld zu verdienen. Falls ihr Erfahrung in dem Bereich habt, dann schreibt sie doch mal gerne in die Kommentare rein. Was ich noch dazu sagen wollte ist, das Thema AI ist immer noch sehr neu und es gibt einfach noch nicht viel Konkurrenz in diesem Bereich. Ich habe wirklich gedacht, dass 2023 Tausende von Unternehmen gegründet werden, die eben auf AI basieren, aber es ist immer noch so langsam am Kommen. Erst. Das heißt, gehört zu einer der ersten, die sowas machen und dein Unternehmen wird boomen. Mach nicht den Fehler, dass du in 5 Jahren dann zurückschaust und sagst, scheiße, damals, als es noch am Anfang war, hätte ich damit anfangen sollen, sondern such dir jetzt was aus, was dir Spaß macht, was dich interessiert und probier dich einfach an den Tools aus. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte jetzt. Dankeschön. Und dann bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als zu sagen, Dankeschön, dass ihr das Video bis zum Schluss geschaut habt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.